Craig David Verschnitt. Bitte, guckt euch das an. Ach du Scheiße, ist das böse, Mann? Rapper in Deutschland. Slabasaur, was für der meiste Fisch. Ich hab Angst vor dir. Du bist der größte Junkie. Und zu euch beiden werde ich auch noch kommen. Und dann gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Danke. Boah, Digga, richtige Ansage, Mann. So, Habibis, einen wunderschönen Abend, morgen, was auch immer, welche Uhrzeit ihr auch immer habt. Ich küsse eure Herzen, willkommen in unserem Kinosaal. Ja, es ist auf jeden Fall einiges an Kino vorbereitet. Ihr wisst, die Sache mit Farid Bang und Bösemann nimmt so seinen Lauf und deswegen, ich sag nicht viel, ich red gar nicht. Wir gehen einfach in die Sache rein. Ich hoffe, jeder von euch hat sein Essen vorbereitet. Lasst es euch schmecken und ich sage, let's go in a window. Nachdem Farid Bang in den Boxring einsteigt und auch mal zurückschlägt, eskaliert die Lage. Am Anfang haben nur ein paar Leute auf die Vorwürfe reagiert. Rapper Cupcakes bringt den Stein zum Rollen und Ali Osman erledigt den Rest. Doch diesmal verläuft es nicht wie bei Sinan G, denn die Beweislast ist nicht erdrückend. Immer noch glauben viel zu wenige daran, dass Farid Bang jemals das getan haben soll, was ihm vorgeworfen wurde. Auch Bösemann steigt mit ein und kassiert nun einen Diss. Doch damit nicht genug, denn jetzt, wo die Karten neu gemischt werden, hat Ali Osman... Ich finde das, guck mal, auf was für ein Thema ich jetzt eingehe. Ich finde es so krass, wenn Glatzköpfe eben beim Friseur sitzen. Ich finde das voll komisch. Also, wir haben alle einen Rasierer, wir haben mehrere Rasierer, ist auch nicht schlimm. Einfach abrasieren, Digga. Wozu Geld bezahlen? Warum? Und übrigens, Leute, ich habe mir Mandarinen geholt heute. Guck mal, wie schön die glänzen. Ich bitte euch. So ein Glück kann auch nur ich haben, denn jede Mandarine, die ich reingebissen habe, schaut euch das mal an. Voll mit Kernen. Wallah, so ein Pech kann auch nur ich haben. So, jetzt machen wir weiter mit dem Thema. Der inzwischen einen Preis erhält aus der Türkei für seine Arbeit als Journalist. Natürlich einiges zu sagen. Im neuesten Statement geht er auf ein paar Punkte drauf ein. Er glaubt weiterhin an die Schuld von Farid Bang. Glaubt nun, der Rapper versucht strategisch vorzugehen, um vom Thema abzulenken. Aber hier hört euch selbst an, was er zu sagen hat. In der Beschreibung findet ihr den passenden Link. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, ne? Komisch so, das hat mich gewundert, ne? Farid, was ist los mit dir? Ich habe gedacht, du wolltest der Sache, ne, allen, die damit irgendwie beschäftigt sind, Lügen über dich erzählen, wolltest du doch keine Bühne bieten. Du wolltest doch, du hast das doch hier sehr schön erklärt, ne? Da ist ja angeblich nichts dran gewesen und so. Aus welchem Richtung kommt jetzt auf einmal, dass du doch der Sache Aufmerksamkeit gegeben hast? So komisch, ja? Und du redest irgendwas von, dass man gewisse Sachen verbiegt und so. Das ist es ja. Wie verstehe ich das? Jetzt hast du diesen Diss-Track gemacht. Du hast dich ja jetzt auf musikalischer Weise, sage ich mal, da eingelassen. Irgendwie mit diesem Atemschutzmaske oder was das auch sein sollte. Und heißt das jetzt, du lässt dich jetzt drauf ein? Können wir jetzt endlich zu der Thematik kommen? Oder ist das wieder nur eine Blendgranate? So, ne? Weil komisch, ne? So einer, der so geredet hat, ne? So, und wir haben das doch schon damals gesagt, wo wir dieses Video von ihm gesehen haben, ne? Was ich euch jetzt gezeigt habe. Das geht ja ein bisschen weiter. Und mit sowas haben wir zu tun. Ne? Das sind diese Geschichten, die ich auch voraus immer gesagt habe. Keine Ahnung, Leute. Ich habe mir heute einen Fliegenfänger geholt und der hat alle Fliegen gefangen. Hier sind wir gegen. Sobald es ein bisschen wärmer wird, geht's hier bei uns in der Umgebung richtig los, Digga, mit Fliegen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Vorher, wo ich gewohnt habe, war es nicht so. Aber wenn wir schon bei Bösemann und Farid Bang sind, ziehen wir uns das Video von Wallet rein und nur ab da, wo es interessant gegen Bösemann wird. Davor ist natürlich Farid Bang auch im Clip zu sehen. Ihr könnt euch auch das ganze Video bei ihm reinziehen. Aber ich möchte ab dem Punkt, wo er gegen Bösemann geht. Also, let's go in the window. Ja, Leute, ich weiß, bei euch kommen nur Fragezeichen raus. Keiner kennt Fabre, keiner weiß, wer das ist. Ich muss jetzt jeden Rapper hier erklären, weil die tot sind. Die haben keine Reichweite, keiner kennt die. Und ich mache Videos gegen die. Ich bin der Behinderte, nicht die. Ich erkläre euch, wer Fabre ist. Oder sollte ich lieber sagen, Fabi? Fabian?
Oh, was für ein süßer, schnuckliger Hauptschüler. Schauft euch mal diesen hohlen Blick an. Der guckt euch Wände durch. Der war schon damals psychisch labil. Schauft mal bitte, was für ein Torjubel. Wallah, jetzt sagt mir nicht, dass das Bösemann ist. Der macht, weyo, ja, Model, bitte guckt euch mal diese alte MySpace-Foto an. Boah, Model, bibisch. Leute, in der Jugend macht man viele Fehler und so, dies, das, ne? Ich war noch nie so arm, dass ich mir alte Dönerfleisch poste in Instagram. Ach du Scheiße. Und dieser junge Herr hat sehr, sehr oft auch Farid beleidigt. Fabré ist im Herzen gekränkt. Er war zweimal bei Instalent dabei, die Show von Farid Bang. Hä, wer ist dieser Fabi jetzt? Das interessiert mich. Der Typ hat aber 1:1 wie Farid gerappt in richtig, richtig, richtig schlecht und hat das nie gewonnen. Und das hat sein Herz gekränkt, dass er bei dieser Rap-Show nicht gewonnen hat. Und dann dachte er sich, komm, ich tue mich mit dem Feind von Farid zusammen, böse Mann, und attackiert ihn. Farid Bang, vor 2 Jahren war ich bei dir im Instalent. Ja, ich hab alles und jeden zersägt und man hat dir die Angst in den Augen anerkannt. Deswegen hast du mich auch raus. Aber jetzt mal ohne Spaß, wieso redet er wie Farid? Das ist ja echt so. Der hat den ja 1:1 kopiert, Alter. Geworfen. Ach krass, hat man die Angst wirklich in seinen Augen gesehen? Okay, gucken wir mal, wie das aussah, diese Angst bei Farid, wo der dich rausgeworfen hat. Wie geht's dir, Bruder? Gut, und dir? Ja, auch, auch. Was machst du? Ja, ich bin gerade hier, ich bin angespannt. Stimmt, der Farid hat früher so Leute reingenommen und rappen lassen. Ich hab Herzrasen des Todes auf jeden Fall. Bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt? Ja, auf jeden Fall schon. Hier, ein Allrounder brauchen wir hier. Verstehe, verstehe. Ja, wie gesagt, die Hook war halt ein Ausrutscher so. Meine Hooks sind natürlich auch viel besser. Da war es auf jeden Fall ein Ausrutscher gewesen. Ja, wie gesagt, Buddy. Also. Wie gesagt, Fabre. Boah, kleiner Fanboy, ist der richtig am Grinsen, am Smilen, glücklich mit Farid zu reden. Oh, ich bin Todesangst. Oh, ich bin angespannt. Ja, ist der Skin da irgendein Keller, oder fettige Haare, Schielauge, guckt ein Auge nach da, ein Auge guckt nach da. Kleine Vogelperspektive. Uiyo, uiyo, was für Lügner es gibt. Der hatte Todesangst gehabt. Was für Todesangst. Bei dir war Pampers voll geworden, Farid geredet hast. Dann hat dir gefallen, mit deinem Idol zu reden. Oh ja, King Farid. Oh. Ui, guck, einmal habe ich nur YouTube nachgeschaut, direkt Lüge aufgedeckt. Du bist so beschissen, deine Stirn geht in alle Himmelsrichtungen. Ah, kauf dir eine Wasserwaage, leg die drauf und lass mal deine Stirn in Istanbul gerade machen. Und die letzte Person auf meiner Liste ist, nein, den Namen sage ich nicht, ich will, dass du dich selber vorstellst. Bitteschön. Ladies and Gentlemen, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Bösemann. Und ich bin dein Notenzo mit Druckungen, kein Halb und kein Geld, bis ein peinlicher Kelb, der seit 3 Jahren fällt. Boah, Digga. Der Beef geht weiter, genau wie wir es wollen. Der meistgehasste und meistgefürchtete Rapper in Deutschland. Was laberst du, Schwanz? Was für der meistgefürchtete? Er hat Angst vor dir. Du bist der größte Junkie. Ey, ich muss lachen wegen dem sein Humor, Digga. Ich schwöre, der ist krass, dieser Junge. Wenn ich ihn gesehen habe, das größte Opfer und das größte Meme. Nicht jeder bringt mich immer so zum Lachen, aber ich schwöre, ich musste gerade richtig lachen wegen ihm. Ich werde dich jeden Tag nur als Meme benutzen. Eigentlich wollte ich den LKW-Fahrer gar nicht hier reintun, weil nach dem Song von Farid muss man sich gar nicht mehr um den kümmern. Der ist jetzt offiziell K.O. Das ist ABKs Zimmer, ne? Oder haben die dieselbe Wand? Das ist so ABKs Zimmer, Leute. Was war das bitte? Die sind auch gut miteinander, das weiß ich. Für ein Lied. Wusstet ihr, dass der Bösemann ein Schauspieler ist? Das, was er euch gerade vorspielt, diese Sammel, ich bin breit und gefährlich und so, das ist nur eine Rolle. Walla, was für eine Tür, alle. Ja, damals war der ein alter Latino Craig David Verschnitt. Bitte, guckt euch das an. Ach du Scheiße, ist das Bösemann? Oh mein Gott, ist das böse Mann, der böse Bub? Alter, das ist hier echt. Das ist ja wirklich böse Mann, Leute. Alter, von welcher Zeit ist das, Leute?
Schein, jeder Tüter bringt da. Ja, selbst Mama singt da. Also, Digga, was passiert hier, Digga? Ey, was wird hier gemacht, nee? Oh, hier, du kleiner gefälschter Craig David. Oh, was war das? Ula mit Durek und Cappy auf 7:30. Ich dachte, du willst Axt den Kopf machen. Auf einmal macht er mit denen hier. Señorita, Lolita, Mamacita. Was ist los mit dir? Auf jeden Fall, Bösemann, erstmal Gratulation, du bist endlich bei Wikipedia. Wir schauen uns mal den Bericht über den an. Als allererstes möchte ich, dass du LKW-Fahrer Dankeschön zu Farid Bang sagst. Wegen den hast du endlich einen Wikipedia-Eintrag und den schauen wir uns jetzt zusammen an. Boah, ich glaube es nicht, ne? Einfach Wikipedia, Bösemann. Bösemann, bürgerlich bekannt als Besim Tafalari, strebt auch im Alter von 44 Jahren immer noch danach, als Rapper erfolgreich zu werden. Du wirst nicht erfolgreich. Sieh es endlich ein, du alte Abrissbirne. Doch die Realität spricht eine andere Sprache. Seine monatlichen Hörerzahlen auf Spotify liegen konstant unter 10.000. Unter 10.000. Was für ein Versager. Tss. Schwach. Ey, falls dein Ziel jetzt auch noch ist, 10.000 monatliche Hörer zu knacken, denk nicht daran, einen Distracking Farid zu machen, ne? Bitte mach das nicht. Spar den Strom im Studio, belästige keine Produzenten, nimm keine Beats. Das wird alles Geldverschwendung sein. Die Gründe für diesen Misserfolg könnten vielfältig sein, doch einer davon ist offensichtlich. Bösemann schreibt weder seine Texte selbst, noch kann er den Takt auch nur annähernd treffen. Dieser Text bis jetzt perfekt, ehrlich und ganz klar ausgedrückt. Du kannst nicht rappen, sagt Wikipedia sogar. Wer soll dir das noch sagen? Michael Jackson? Erst nach der Veröffentlichung der Farid Bang Single Technisches K.O. taucht sein Name überhaupt auf Wikipedia auf. Deshalb sei dankbar, sag Dankeschön Meister, danke Meister Farid, was ist los mit dir? Du hast keine Manieren, ne? Der hat dich Wikipedia reingebracht und du sagst immer noch nicht Danke und bist immer noch fresh. Tfu, was für ein undankbarer Jabinki. Doch abgesehen von diesen dürftigen Informationen ist über den Künstler kaum etwas bekannt und auch das Interesse an seiner Person bleibt aus. Jetzt schon interessiert sich keiner für dich. Aber ab und zu machst du noch ein paar Klicks, weil du über andere Leute redest. Versuch mal einen Monat lang über keinen anderen zu reden, nur über dich selber in deiner Platzangst. Kein Mensch guckt sich das an, amissen haram. Bösemann bleibt somit eine Randfigur in der deutschen Rap-Szene, deren Versuche, sich einen Namen zu machen, bisher im Schatten des Erfolgs anderer verbleiben. Boah, dieser Wikipedia-Eintrag, ich sag euch ehrlich, das ist eine Strafe. Also wenn wir jetzt mal so gucken, haben jetzt, also Bösemann Albaner, Farid Marokkaner, jetzt haben so Albaner und Marokkaner miteinander Beef wegen den beiden, weil Wallet ist 100% Marokkaner, gehe ich davon aus, er ist auch gut mit Farid, jetzt kommt die Seite von ihm, Farid kriegt von der Seite von Bösemann Drohungen, ja, und jetzt geht das Ganze so los, ne? Aber ja, ich habe sogar, meine Nachbarn sind Albaner, Digga. Voll süß. Also keine Ahnung, was. Ich bin gespannt, was das Ende vom Lied sein wird. Wir sind auf jeden Fall neutral, ne? Wir sind die sympathischsten. Bruder, wenn sowas über mich stehen würde im Internet, ich würde wirklich versuchen, jegliche Bilder, Accounts von mir aus dem Internet zu löschen. Sogar Wikipedia macht Diss-Track gegen dich. Was willst du noch? Was willst du noch? Sogar Informationsseiten machen dich kalt. Nochmal nur zurückzukommen auf die Beleidigungen. Du redest ja jetzt hier groß hinter deinem Handy, machst hier Stories und keine Ahnung was, beleidigst. Also nochmal, für diese Beleidigungen, du redest auch hier groß von Kämpfen und von Boxsport. Du stellst dich mir in den Ring. Sag mal, Wallah, du hast jetzt 2 Jahre lang gebellt, damit du einen Boxkampf willst? Du wolltest einen Boxkampf haben, du wolltest wieder 16.000 Euro verdienen? Leute, der hat einfach von A bis Z beleidigt, damit der Farid zum Boxkampf herausfordert. Ova, denkst du, Farid geht mit dir in den Ring? Denkst du, der braucht 16.000 Euro, Junkie? Ey Leute, ist das nicht unangenehm? Ist das nicht unangenehm? Der hat so getan, als ob das ein richtiger, ernster Beef ist. Die ganze Zeit gesagt, ich mach das nicht für Reichweite. Ich mach das, weil das was Ernstes ist. Weil ich das ernst meine. Und weil das so ist. Weil ich das machen muss. Das ist meine Pflicht. Am Ende der Arme. Ah, diese... Ah, was für eine arme Seele. Der hat 2 Jahre lang Farid genervt. Jeden Tag Videos gemacht. Hat gesagt, das war was Ernstes.
das muss ich machen, das kann ich nicht durchgehen lassen, ich muss sein Ende bringen. Leute, der hat ihn 2-3 Jahre belästigt, ganze Zeit beleidigt, ganze Zeit versucht, damit er den am Ende sagt, komm boxen im Ring. Damit ich habe das von Anfang an gesagt, Farid wird safe nicht gegen ihn boxen, safe nicht, egal wie viel Geld. Der kämpft, am Ende kriegt er Schläge, damit der Farid im Ring sein kann. Dankeschön, 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 Dankeschön. Das war alles sportlich, du hast deinen Mann gestanden, alles ist gut, wir sind jetzt Brüder. Das gleiche hat er bei Manuelsen gemacht. Das gleiche hat er bei Sinan G gemacht. Merkt ihr nicht, Leute, diese Motive von den Leuten, die wollen mit Farid Geld verdienen. Ich sage es euch, die machen Palaver, damit die Aufmerksamkeit kriegen, damit die Geld verdienen. Weil die wissen, Beef mit Farid bringt Reichweite und Geld. Die haben keine anderen Motive. Die sind nicht irgendwie gute Menschen, die aufklären wollen oder irgendeine Scheiße aufdecken wollen. Die wollen einfach nur Geld verdienen. Wie kannst du so eine Scheiße labern und dann sagen am Ende, komm in den Ring? Bruder, meinst du das ernst? Was hat der mit dir gemacht? Der hat deine ganzen, oder der hat deinen Toten beleidigt, hat alles von dir gemacht und du schämst dich nicht und redest von Ehre und forderst ihn zum Boxkampf aus. Bruder, ich hab mit allem gerechnet, aber dass er diesen gebracht hat, ne? Boah, Go, war das der billigste Promo-Move, den ich mein Leben gesehen habe. Auf jeden Fall der krasseste Kämpfer in Deutschland ist ja Bösemann, bekanntlich. Aber sein wahrer Name ist ja Besim. Und es gibt eine Seite, die heißt ShareDog. Das ist eine Seite, da werden offiziell die Kämpfe eingetragen. Sieg, Niederlage, kann man nicht dribbeln, nix. Ich guck auf der Seite nach, 3 Kämpfe, 3 Niederlagen. Das Schlimmste, nicht nur 3 Niederlagen, 3-mal in der ersten Runde. 2 Kämpfe von denen wurde der ganz hart zersägt mit Fäusten und 1-mal hat er den gemacht. Böse Markant. Hast du abgetappt, ne? Auf meine Mutter, Leute, ich mit meinem dünnen Körper, wenn ich jetzt mit meiner Verfassung, mit MMA anfange und 3-mal in den Ring gehe, habe ich das gleiche erreicht wie du. Vielleicht gewinne ich sogar einen Kampf, du kleiner alter Antäuscher. Mock, kennt ihr noch Mock? Der ist gefährlich, checkt ihn auf Instagram ab, der hat eine ganz wilde Sache auf Instagram gepostet. Da hört ihr mal die Wahrheit, nackt, ohne Kamera, ohne nix. Könnt ihr hören, was die Wahrheit ist, was die Leute auf dem Herzen haben. Ich sag dir was, ich hab mit Mo eine Abmachung gehabt. Okay. Der Mo, ich habe schon mal ein paar Rappis dran gehalten, bis zum Ende des Jahres, wenn du mit dem redest, kannst du mit dem daran verwenden. Bis zum Ende des Jahres habe ich daran gehalten, er hat sich daran nicht gehalten, deswegen bin ich auf dieses Ding aufgegangen, Alter. Ich hab gegen diesen Farid nichts. Verstehst du, sei ihm gegönnt, Bro. Das ist einer der besten Rapper seiner Instrument. Wow, krass. Krass. Einer der besten Rapper, kannst du sagen, was du willst. So, okay. Der Mo hat sich an eine Abmachung nicht gehalten. Wir haben uns den Pfeffer getroffen, wir haben eine Abmachung gehabt. Nicht nur meine Teil, bis Ende des Jahres, hat meine Leute auch zurückgehalten, die Rapper und alles. Haben auch gesagt, hör zu. Ja, egal wie, wir haben eine Abmachung gehabt. Okay, ich wollte mich auf Mo seine Seite stellen. Und weil ich wusste, dass der andere hier auspacken wird und ja, Sachen auslegen und so. Okay. Verstehst du? Aber der Mo hat. Der nimmt den einfach auf, das wäre so meine Aktion. Geschissen und hat sich wieder in die Abmachung gehalten. Das war das Problem. Da habt ihr es gehört, keine KI, nix, man hört raus, das ist seine Stimme. Ich hab nichts gegen den, der ist der beste Rapper, sei ihm gegönnt. Wie, du bist Fan? Sag das doch öffentlich und so. Ich mag Leute gar nicht, die gar nicht zugeben und so. Wenn ich jemanden feiere, sag ich auch, ich feiere den und so. Ist doch nicht schlimm, Bruder. Warum machst du dann so cool und so? Leute, ich könnte schwören, Mo, der Manager von Farid, hat dir niemals im Leben versprochen, dass sein Junkie-Künstler Fabre ein Feature mit Farid macht. Ach du Kacke, was für eine Lüge. Ey, der ist so unangenehm. Ich hab gar keinen Bock mehr über den zu reden. Wallah, der provoziert mich nur noch, der Junkie. Gova, die sind echt ein Virus. Ich hab Video geschnitten, ich hab alles fertig gehabt, einfach alles abgestürzt, gelöscht. Deshalb kam das Video jetzt so online, ohne Hintergrundmusik, ohne gar nichts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Checkt mein Instagram ab. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Der starkes Video, Digga. Auf jeden Fall lustig geworden. Hat mich schon 1-2 Mal zum Lachen gebracht. Jetzt machen wir ganz kurz mit was Wichtigem weiter, was für mich sehr, sehr interessant ist und für euch auch. Was will Manuelsen von uns? Digga, Black Bros haben Beef mit Manuelsen. Und Black Bros, Digga, sind die wahren Gs. Das waren die ersten damals, die früher auf mein Tinder reagiert haben. Das waren so die ersten. Danach kamen erst die ganzen Reactions. Eine, falls Black Bros das sehen, die wissen ganz genau, was ich meine. Wenn ihr auf den ihr Kanal seid, geht auf Videos,
Klickt auf beliebteste. Warte, das können wir doch zusammen einmal machen. Also passt auf. Ihr geht einfach hier auf Black Bros. Und dann geht ihr auf den ihre Seite. Guck mal, vor 4 Jahren. Hier hat alles angefangen, Digga. Boah, und die gibt's schon sehr lange, die beiden, ne? Guck mal, vor 8 Jahren. Und jetzt haben die beiden Beef mit Manuelsen. Das müssen wir uns jetzt einmal reinziehen, was da passiert ist. Mir das gefallen zu lassen, und ich habe auch keinen Bock mehr zuzusehen, dass so Menschen wie er vor einem Millionenpublikum, diese ganze TikTok-Bubble hier ist ein Millionenpublikum, okay? Dass er das gehen kann und sowas äußern kann und dafür nicht gesellschaftlich geächtet wird. Genauso wie ich geächtet wurde für tausende Sachen, genauso wie Sinan geächtet wurde für tausende Sachen, genauso wie jeder andere, der sein Herz auf der Zunge trägt, geächtet wird für tausende Sachen, die er sagt. Aber wenn so einer geht und eine ganze Ethnie deformiert, okay, im Internet, und dafür nicht Gesellschaft geächtet wird, dann, I don't know, da muss man halt für Gerechtigkeit sorgen. Und ich rede auch von den anderen zwei Bros, in Anführungsstrichen, okay, die auf das Ganze reagiert haben und immer wieder ihre Witze machen. Zu euch beiden komme ich auch noch. Hä? Digga, aber was für Witze haben wir jetzt gemacht? Ich weiß doch auch nicht, was er meint. Ich will gerne wissen, was für Witze wir gemacht haben. Für alle, die nicht wissen, der meint uns, weil wir sind Black Bros. Ohne, hä? Wir sind... Die Frage ist immer noch, warum ist das Ding hier so leise, Alter? Ihr seid mir nur geradezu unwichtig, ne, dass ich mir den Weg mache zu euch. Boah, so ernst, Jani. So, weil ihr... Oh nee, Digga, wie soll ich meinen Eltern erklären, dass Manuelsen zu uns gekommen ist? Uäh, Digga. Uncool. Macht den Weg zu uns, bitte, ja. Wenn ihr beide und eure Eltern, eure Familie, wenn die beiden beleidigt und unterdrückt werden von irgendwelchen Leuten, ne, geschieht nur recht. Weil ihr beide... Ich bin ein Verräter, weil ich nur mit Türken und Arabern bin. Hä? What? Wer hat das gesagt? Aber wir haben das nie gesagt. Wer hat das gesagt? Wir haben das nie gesagt. Was eine Unterstellung, Digga. Damit haben wir nichts zu tun, Digga. Wörter im Mund. Digga, das haben wir nie gesagt. Nichts zu tun, Digga. Allah Billa, ihr beide seid größere Verräter an eurer Hautfarbe, als ich jemals in Deutschland gesehen habe. Boah. Boah. Der größte Verräter redet hier, ja. Ich bitte euch, ja. Junge, was lauert denn? Digga, wir haben nichts gesagt. Digga, wir haben nichts dazu. Wie kommt der auf einmal drauf, Digga? Hä? Scheiße, vielleicht denkt er... Ich höre die random einfach, ohne Sinn. Ihr beide seid größere Verräter. Das Ding ist, ich dachte, es ist alles cool, weil ich habe mit jemandem aus Manuels seinem Team gesprochen, ne? Wir haben alles so geklärt. Er meinte, ey, alles cool, ihr könnt auf Manuels reagieren und so, dies, das. Es war alles gut. Da haben wir auf dieses Video reagiert, wo wir über Coach Frankie geredet haben, haben auch ganz cool reagiert. Wir haben gar nichts Schlimmes über ihn gesagt. Auf einmal kriegt wieder Ausraster. Ohne Digga, und das Ding ist, der erzählt mir irgendwas von, wir haben Witze gemacht in dem Moment, als Frankie das erzählt hat. Und so, jeder, der möchte, kann sich unsere Reaction anschauen. Kann er gerne gucken, Digga. Ah ja, Digga. Man kann am Ende Dinge drehen, wie man will und so, ne? Also ich verstehe das gar nicht gerade, ne? 0,0%. Räter an eurer eigenen Hautfarbe. Sowas habe ich in Deutschland nicht ein zweites Mal gesehen. Wir sind einfach die größten Verräter, Digga. Eigentlich sind wir weiß. Wir wollen nur schwarz sein. Das ist alles geil. Durch, Alter. Wahnsinn. Sehen. Das ist krass. Okay. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Ihr beiden seid die größten Verräter an eurer eigenen Haut. Ich weiß gar nicht, wie sehr ihr euch selber hassen könnt in eurer schwarzen Haut. Yes. Hi, can you come in 20 minutes? Okay. Thank you. Digga, ey. Hey. Wir chillen erstmal. Digga, was erzählt? Wir chillen erstmal irgendwo im Hotel, Alter, und machen Videos. Ich schwöre, aber wie kommt der auch darauf? Ich verstehe das nicht. Ich will mal wissen, wie er darauf kommt. Ohne Spaß jetzt. Boah, ich muss echt sagen, ich liebe meine Hautfarbe. Ich liebe auch meine Hautfarbe. Digga, wir nennen uns Black Bros. Also, du musst uns nicht mal sehen, du weißt, die sind, aber egal. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch hassen könnt in eurer schwarzen Haut. Bruder, ich spreche kein Wort Twi. Das weiß sowieso schon jeder hier. Ach was. Bruder, meine Freunde sind Türken, Kurden, Araber, Albaner, Jugoslawen, Serben, Moslem. Ja, wir haben auch Freunde, die alle sind. Wir haben auch muslimische Freunde, hä? Wir haben auch alle Freunde. Jesiden, Christen, was? Wir haben auch jesidische Freunde, wir haben auch christliche Freunde. So, was? Du willst, ne?
aber bei Allah, ich bin ein stabilerer Schwarzer, als ihr jemals sein könnt. Niemals. So, hä, was machen wir jetzt? Digga, diskutieren wir jetzt, welcher Schwarze? Ja, ist so. Wir diskutieren jetzt darüber, welcher Schwarze stabiler ist. Ich bin stabiler als du, hä? So, hab ich gesagt. Also ich bin mir sicher, dass Manuelsen das Video mit Coach Frankie meint. Die haben bestimmt auch eine Reaktion drauf gemacht, auf was wir auch reagiert haben. Was die beiden gemacht haben oder gesagt haben, habe ich nicht mitbekommen, aber ja, er ist sauer. Ich bin stabiler als du, so. Das ist crazy, bro. Ehrlich. Ich bin ein stabilerer Schwarzer, als ihr jemals sein könnt. So, und dass ihr beide überhaupt angesehen werdet, mit dem Arsch angesehen werdet, ne, verdankt ihr mir. Yep. Wow! Danke, ja, dass du so... Danke, Manuelsen, dass uns Leute wegen dir angucken, Bro. Ey, ich Digga. Danke dir von ganzem Herzen, Digga, ne? Danke für alles, Bro, wegen dir sind wir erfolgreich, aber ja. Der hat uns einfach den Weg zum Internet geöffnet, ja. Ist ja nicht so. Ehre, Mann. Ist ja nicht so, dass wir schon über 12, 13 Jahre uns im Internet bewegen, Digga. Ey, alles gut, Digga. Ehre, Mann, danke, Ehre, Mann, danke, Bro. Danke, ey. Ist dein Herz. So korrekt, Digga, ey. Mir, weil ich hab den Weg für die Schwarzen in Deutschland geebnet. Cap. Tschüss. Unter anderem. Okay? Ich hab den Weg für die Schwarzen in Deutschland geebnet und kein anderer. Nicht ihr beide, nicht eure Freunde und nicht irgendwer von den anderen Kackvögeln. Es gibt von einer Handvoll stabile Schwarze in Deutschland. Nenn mal die Handvoll stabile Schwarze. Nenn doch mal, ja, echt jetzt. Wo ich meinen Hut vorziehe und sage Salut. Salut. Guck mal, das Ding ist, ihr müsst verstehen, nur weil man seinen Hut vor gewissen Schwarzen zieht und vor nicht. Bruder, er macht jetzt nicht die allgemeine Regel hier, ey. Wer ist er denn? Ist er hier der König der Schwarzen? Manuelsen ist jetzt nicht der entscheidet, der Schwarze ist. Ist das der Schwarze in Deutschland, der entscheidet, du bist schwarz und du nicht? Ja, ja, das ist ja auf jeden Fall nicht. Wenn er so ist, dann ist er nicht mehr schwarz, weil anscheinend kann jeder entscheiden. Ja. Was macht denn ein Schwarzen aus, Digga? Shoutouts an die Bantus, ich küsse ihr Herz. Ja, unter anderem. Und ihr beide könnt euch nicht anmaßen, über mich zu urteilen und zu euch beiden werde ich auch noch kommen. Und da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Danke. Boah, Digga, richtige Ansage, Mann. Okay. Ohne Spaß, ich habe kein Problem, mich mit Manuelsen zu unterhalten. Ich habe kein Problem damit, mich mit Manuelsen... Ich habe kein Problem, mich mit ihm zu unterhalten. Solange es nur Unterhaltung ist und nichts anderes. Aber nein, komm, Spaß beiseite. Die sind beide oder alle drei erwachsene Männer. Von daher regelt man das auch so, indem man diskutiert. Ne? Und eine ganz normale Unterhaltung zu führen. Warum nicht? Wenn er kommen möchte, soll er kommen. Hey, ist doch kein Problem, Digga. Wir können doch ganz normal reden wie zivilisierte Leute, oder nicht? Also, passt auf euch auf. Ah, keine Ahnung. Schlafen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen er auf einmal so das gegangen ist. Digga, ey, Mann, ehrlich, der sagt einfach. Ehrlich, auf Coach Frankie seine Aussage haben wir Witze gemacht. Digga, Coach Reaction, Mann. Digga, der hat das die ganze Zeit zugestimmt, weil das ist auch kacke, wenn man jemanden aufgrund seiner Hautfarbe oder so beleidigt, Digga. Da gibt's keine zwei Meinungen. Das ist so. Das Ding ist, man muss auch sagen, Digga, wir haben. Guckt euch an, was ihr gesagt haben und danach wirst du. Wirst du sehen, Digga, dieses, was er sagt und was sie gesagt haben, Sinn. Das ist irgendwie alles nebeneinander. Das macht Digga, keinen das macht Sinn, nicht. Digga. Oder sind wir beide wahrnehmungsgestört, Digga, hä? Naja, auf jeden Fall, Manuelsen kann mir auf jeden Fall nicht abnehmen, dass ich schwarz bin oder nicht, ja. Digga. Das auf gar also, Manuelsen entscheidet das auch auf von jeden Fall. Von denen lasse ich mir das wirklich nicht sagen. Von denen wirklich nicht, Digga. Echt jetzt, muss Digga, ich sagen. Von gar keinen, Digga. Nicht nur von ihm. Ja, aber von gar keinen, aber von ihm erst recht nicht. Das so. Geht nicht, Digga, ehrlich. Also, so. Manuelsen, Digga, ne? Wir können gerne telefonieren, wir können uns auch gerne treffen, ohne Spaß, ich bin nicht abgeneigt, weil ich will seine Ansicht mal verstehen, ich verstehe ihn. Ich will ihn ja nicht mal verstehen, deswegen, ich will ja nicht aber okay, man kann auch nicht jeden Mensch verstehen. Das heißt, ich will ja nicht mal mit ihm reden, mich interessiert das gar nicht, wie er das versteht, ich will das gar nicht, ich brauche kein Verständnis von ihm. Deswegen kann ich sagen, was ich möchte und ich suche sein Verständnis gar nicht. Ja, wir sind ja, man muss auch sagen, wir sind auch nicht da, um jeden Menschen zu verstehen. Und ich will auch nicht, dass jeder mich versteht. Ich meine das ernst. Nicht jeder soll mich verstehen, Digga. Alles gut, Digga. Es sind immer verschiedene Meinungen geben, aber das, was er sagt, macht gar keinen Sinn, Bro. Also wirklich null. Ihr habt NRW-Verbot, Bruder, wir leben in NRW. Wie soll er uns Verbot geben, wenn wir da leben, Bro? Also, wie gesagt, ich keine Ahnung, ich habe nicht gesehen, was denen ihre Reaktion war. Aber das werde ich mir dann... Ja, wenn ich mal Zeit habe, mir reinziehen. Keine Ahnung, was zwischen denen gelaufen ist. Aber es scheint ernst zu sein, Digga. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Passt auf. Zahlt Mois seine Schulden. Dieser Typ ist YouTuber geworden, Leute. Der ist mit einem Statement gekommen und ist jetzt YouTuber geworden. Wallah, guck mal, wir reagieren einfach alle auf ihn. Aber es ist interessant. Warum? Denn es geht um Fitner.
ne? Und um Leaks und sowas lieben wir. Also, ich würde sagen, ziehen wir uns das jetzt nochmal rein, was er hier zu sagen hat oder was er uns hier zu erzählen hat. Fragezeichen. Und zwar ist es ja so, dass ich ein Statement gemacht hatte und ein, zwei Tage später hat er sich halt bei mir gemeldet auf Insta und auf eine Nachricht davon werden wir ein bisschen genauer eingehen. Und es ist halt wichtig, bei so einer Person zwischen den Zeilen lesen zu können. Aber bevor wir zu dieser Nachricht kommen, möchte ich noch eine Sache sagen. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie Krankheiten diagnostiziert oder sonst etwas. Aber müsste ich das tun, dann hätte er alle Anzeichen dafür, dass er die Krankheit Pseudologia Fantastica hat. Diejenigen, die von euch nicht wissen, was das für eine Krankheit ist, das ist quasi, wenn du märchenhafte Lügen erzählst oder krankhafte Lügen, aber du selber davon komplett überzeugt bist, dass es die Wahrheit ist und dass es halt wirklich so war. Und dabei können es halt auch die übertriebensten Sachen sein. Wir nehmen jetzt einfach mal ein kleines Beispiel auf Mois bezogen. Und zwar, als wir halt viel unterwegs waren, sind halt auch oft Leute zu ihm gekommen, die ihn gefragt haben wegen dem Mayweather-Kampf und so etwas. Und ich kann ihn jetzt nicht gut nachmachen, aber er hat halt zu fast allen so etwas gesagt wie ja, Bruder, ich fahre jeden Tag nach Holland und trainiere da 3 Stunden mit einem Privattrainer. Und die Wahrheit ist, dass das kein einziges Mal passiert ist. Wir sind ja ein einziges Mal nach Holland gefahren, wo er da irgendwie mit einem Privattrainer trainiert hat. Aber aufgrund dieser krankhaften Krankheit ist es halt so, dass in seiner Welt, in seiner Wahrnehmung, da müsst ihr versuchen, euch mal in seinen Kopf hineinzuversetzen. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt. Ist das halt so, dass er das halt sogar getan hat, weil er denkt, es ist die Wahrheit, obwohl es nie passiert ist. Das ist halt sehr crazy. Und das war einfach nur, damit ihr vielleicht ein bisschen verstehen könnt, was in so einem Kopf halt vorgeht und wieso das aus seiner Sicht trotzdem wahr ist. Ich werde jetzt hier die Nachricht, die wir analysieren. Ja, ne gut, es ist in Mois seiner Fantasie. Es gab nie sowas, sagt er, mit diesem Mayweather-Kampf. Es wäre auch ein Schock. Es wäre krass gewesen, Bruder. Anders krass. Aber es war klar von Anfang an. Aber wenn Mois so in seiner Fantasie lebt, dass sowas existiert, dann lass ihn doch, weil ist ja nur hier zur Unterhaltung alles. Und halt zwischen den Zeilen auch gelesen werden. Einfach mal einblenden. Und ich lese die mal 1:1 vor. Wegen dem Handyvertrag und 1000 Sachen, wo du geholfen hast, ist bestimmt irgendwas offen. Ich verdiene wieder Geld ab 26. Tagen. Ab da werde ich alles, was ich zur Last fiel bei dir, mit Zeit, je nachdem, was das war, begleichen. Mach dir keine Sorgen. So, es ist halt wichtig, das zwischen den Zeilen lesen zu können, wie gesagt. Und das werden wir jetzt einmal tun. Wir fangen an mit dem, wegen dem Handyvertrag und 1000 Sachen, wo du geholfen hast, ist bestimmt irgendwas offen. Ja, nein, Digga. Es ist natürlich nichts offen, wenn ich alles für dich tue und mache, aber du davon keinen Cent zurückbezahlst. Also ich weiß nicht, wie du drauf kommst, dass da was offen ist. Keine Ahnung. So. Aber jetzt hier. Ich verdiene wieder Geld ab 26. Tagen. Satz. Also sein Deutsch ist ja nicht das Beste, aber ist ja egal. So. Vermutlich meint er... Wenn ich das eben so gelesen habe, ich dachte, dass Dosis schreibt. Also meinte er halt so etwas wie, ich verdiene Geld ab dem 26. Und ab da werde ich alles, was ich dir zur Last fiel, mit Zeit, je nachdem, was war, begleichen. Und ab dem 26., das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ich kann euch sagen, er hat keinen Cent geschickt bis jetzt, ne? Und es wird halt auch mit, also vom Gefühl her, 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht passieren, dass er das tun wird. Wichtig ist jetzt halt auch, dass erstens Zeit vergangen ist und zweitens, wenn ihr jetzt mal hier schaut, der Satz danach... Ich sag euch kurz eine Sache, was dem sein Ziel ist. Er macht so lange Videos, bis er sein Geld von ihm bekommt. Ansonsten schießt er die ganze Zeit in der Öffentlichkeit gegen ihn. Mit Zeit, je nachdem, was war, begleichen. Mit Zeit. Das ist quasi auch für euch der Beweis, dass jemand wie er keinen 5-Millionen-Vertrag oder sonst etwas hat und Geldprobleme hat. So, denn jemand, der einen 5-Millionen-Vertrag hat oder gut Geld verdient oder so etwas, muss eine Summe wie 22.000 Euro nicht mit
Zeit begleichen. Das macht keinen Sinn. Also das sind ja absolute Peanuts dann. Gerade für jemanden. Ja, ne, dieser Typ kommt nach ein, zwei Jahren oder nach einem Jahr in die Öffentlichkeit, ist bestimmt privat sehr lange hinter seinem Geld hinterhergerannt, hat es nicht bekommen und er weiß ganz genau, wie er Mois trifft, indem er die ganze Wahrheit in der Öffentlichkeit auspackt. Gut, warum nicht? Wenn alles ans Licht kommt, die ganze Wahrheit, let's go in the window. Der ist als 7 Euro bezeichnet. Und das ist halt auch nochmal wichtig, damit ihr das seht. Und wie gesagt, er hat das halt so geschrieben, um mich halt quasi auch nochmal hinzuhalten oder halt mit den Nachrichten davor und so etwas so quasi schleimmäßig zu sagen, ja okay, hier, nimm das vielleicht runter oder so etwas. Aber selbst dann, wie gesagt, aufgrund dieser Krankheit, die ich jetzt einfach mal ihm gegeben habe, weil es ist, also alle Anzeichen dafür sind da für diese Krankheit, ist es jetzt trotzdem so, dass das auf keinen Fall passieren wird, dass er von sich aus dieses Geld zahlen wird. Ich meine, es ist halt genauso wie mit den imaginären 80.000, die er für Mayweather Privatjet bezahlt hat, für den imaginären Privatjet, für den imaginären Kampf, das halt nicht stattfindet. Also wenn das so wäre und er das so locker flockig bezahlen kann, dann hätte er auch schon lange einen Maestro bezahlen können und hätte auch niemals sich bei danach noch vielen weiteren Leuten verschulden müssen. Ich bin ja bei weitem nicht die einzige Person, die noch dazu kam. Und das heißt trotzdem, damit ihr es einfach versteht, diese Person ist so krankhaft, dass indem sie jetzt zum Beispiel mit dieser Krankheit, Pseudologia Fantastica und dem narzisstischen Dasein, oder wie? Ein richtiger Narzisstiker, übelster Narzisst. Deswegen, Leute, verliert niemals eure Kontrolle, auch egal in welchem Business ihr seid. Guckt, dass ihr immer so ein Mittelmaß findet, wo es euch gut geht, ihr glücklich seid. Schön Husur haben zu Hause, fertig. Damit seid ihr auf dem besten Weg und ihr genießt das schönste Leben. Wenn ihr anfängt, wenn der Mensch immer mehr will, steckt er irgendwann in so einer Scheiße drin, dass er da gar nicht mehr rauskommt. Ich kenne auch so viele reiche Menschen, die mal reich waren, die in Millionenbeträgen schwimmen waren und heute einfach in den Schulden ertrinken, ja, und irgendwelche Investoren anschreiben, versuchen zu klären, aber denen ihr Plan, Intention dahinter ist, diese Investoren um mehrere Millionen zu bescheißen. Was für dreckige Menschen es gibt. Olum, ihr seid die Ersten, die in der Hölle schmoren werdet. Wartet ab. Glaubt mir das. Verdient lieber ein bisschen. Ist okay so, dass ihr Familie ernährt, immer noch was von eurem Geld habt. Solange das alles auf dem geraden Weg ist, ohne jemanden seinen Hack zu fressen oder sonst was. Mach, nimm dir, was du nehmen kannst, Löwe. Glaubt mir. Aber dreckig, ekelhaft. Ich sag euch ehrlich, ich habe, wie gesagt, eine Sache über Mois gehört. Und ich bin niemals der, irgendwie vor die Kamera kommt und sich hinsetzt und irgendwas erzählt. Ich habe eine Sache gehört. Ich habe früher mal ab und zu die Videos geguckt, damals diese Nice or Scheiß. Aber wo ich diese eine Sache gehört habe, habe ich gesagt, bam, fertig. Wie ich das jetzt auch nennen soll, ist es halt so, dass diese Kombination halt dafür sorgt, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Kommentare löscht wegen den Spenden oder sonst etwas, ist das aus seiner Welt halt so, dass er sich die Welt wieder so formt, wie sie ihn halt passt. Und indem er das tut, ist es halt in seinem Kopf so, dass es halt einfach nie passiert ist. Und wenn er das halt lang genug macht, in der Hoffnung, dass das halt trotzdem auch so außerhalb in Vergessenheit gerät, wird halt ganz normal weitermachen. Es ist halt sehr traurig, aber es ist halt, wie es ist. Das heißt, damit ihr einfach ein kleines Update habt, es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ich werde mich jetzt auch zu diesen Sachen, dass er mir Geld geben muss oder sonst etwas, oder wenn er mir sagt, ich werde dir das Geld bezahlen oder so etwas, werde ich mich auch zukünftig nicht äußern, außer er bezahlt auf einmal, dann kann ich euch gerne Bescheid geben, dass er es bezahlt hat. Aber das ist ein krass theoretisches Szenario, so wie ich ihn halt kenne. Eine kleine Sache noch am Rande, und zwar ist es halt so, dass
ich ja einen kleinen Aufruf gemacht hatte, dass halt Leute, die ihm damals wegen der Erdbeben-Thematik gespendet haben, sich einmal bei mir auf Insta melden sollen. Das wäre halt ganz gut. Und warum, das werdet ihr dann erfahren. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit diesem kurzen Video. Peace. Also das mit der Erdbeben-Sache ist das Allerschlimmste, was er abgezogen hat. Ich frage mich, es wird trotzdem immer Leute geben, die das trotzdem supporten und weiterschauen. Du kannst nichts machen. So ist es in Deutschland, Habibis. Ansonsten küsse ich eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich muss es mir hier jetzt weiter schmecken lassen. Ich hoffe, ihr habt es euch auch schmecken lassen. Wir sehen uns im nächsten Video.